Jo, mein Freund, seid mir gegrüßt. Willkommen zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Und letztes Mal haben wir hier auf Geonosis den Klonkrieg begonnen. Und jetzt schreiten wir zur Episode 3, um den Konflikt zu beenden. Ja, nicht unbedingt zur besten Lösung, aber wir werden ihn beenden. Und ja, das war immer vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie, Star Wars. Episode 3. Die Rache der Fist. Krieg. Die Republik zerfällt unter den Angriffen des unbarmherzigen Fist-Lords Count Dooku. Es gibt Helden auf beiden Seiten. Das Böse ist allgegenwärtig. Mit einem überraschenden Schachzug gelang es, dem teuflischen Druidenführer General Grievous in die Hauptstadt der Republik einzudringen und den Vorsitzenden des galaktischen Senats, Kanzler Palpatine, zu entführen. Als die Druidenarmee der Separatisten versucht, mit ihrer wertvollen Geisel aus der belagerten Stadt zu fliehen, führen zwei Jedi-Ritter die verzweifelte Mission zur Rettung des gefangenen Kanzlers an. Ja, meine Freunde, falls das Intro wieder weg sein sollte, ja, tut mir leid, ich kann es halt nicht ändern. Wenn Disney da so erpicht ist, ja, Sternzerstörer der Vendetta-Klasse, halt der in den Klonkrieg halt verwendet wurde. Der sogenannte Jedi-Abfangjäger, den sie hier fliegen. Bukio Hulk, Handelsföderationsschiffe. Meister. General Grievous' Schiff befindet sich direkt voraus. Leute, ihr seid die Besten. Ich hätte nie gedacht, dass ihr es bis zum Ruhestand durchhaltet. Aber jetzt ist es... R2, lokalisiere den Kanzler. Das Signal des Kanzlers kommt von der Aussichtsplattform, oben in diesem Turm. R2, bleib hier und leite uns. Kein Grund für weiteren Aufruhr. Holen wir uns einfach still und heimlich den Kanzler. Ja, so ganz still und heimlich wird es nicht gehen. Da hier war eine Wand, durch die wir noch nicht durch können. Hier ist eine... Ja, mit einem Schlag mal schon fast die Hälfte waren Jedi geschafft. Ihr seid zu spät gekommen und jetzt R2, kannst du uns hier rausbringen? Ich hoffe, er weiß, was er tut. Seht ihr? Ihr hättet nicht an ihm zweifeln sollen, Meister. An uns kommt ihr niemals vorbei. So, hier können wir Stelle rausnehmen. Ja, dieses Level müssen wir natürlich auch mehrmals spielen oder mindestens zweimal spielen. Ich glaube, hier gab es keine Zeit dafür. Ja, hier gibt es, glaube ich, eine Herausforderung, die können wir tatsächlich jetzt noch gar nicht machen. Ich glaube, hier war, glaube ich, nicht weit. Oh, nein. Ja, dieses Level ist etwas verwirrend. Hier können wir uns hier durchschneiden. Ja, aber man braucht nur ein kleines Kästchen ausschneiden, reicht immer aus. Ja, ich habe jetzt irgendwie geschafft mit der Bombe, wo ich gar nicht die Macht eingesetzt habe. Wie ist denn die Bombe jetzt darüber geflogen? Oder ist das so gewollt? Man kann jetzt hier. Die Bombe hat jetzt hier zerstört, wird eigentlich nur halt für Bösewichter sind, da kann man jetzt halt hier halt auch eine Tür öffnen. Guck mal, was war denn hier nochmal?
Wie gesagt, das ist sehr ein bisschen verwirrend aufgebaut. Ah, okay, hier können wir noch nicht rein. Hier sind super Kampf. Okay, ja, hier ist. Hier sieht er so ein Flackern, da kann man natürlich, kommt man natürlich rüber oder man kann das Ding hier machen und da rausnehmen, dann kommt man auch wieder weiter. Und hier kann man halt dieses Ding benutzen, hier hinschieben. Ja, natürlich, in dem Moment, wo ich springe, kommt das Ding natürlich wieder. Ah, ich hasse so eine Kack. Kacke, ganz ehrlich, Freunde. Boah, das gibt's doch nicht, ey. So, jetzt. Mein Gott, noch. Hier. Ey, ich war einen Kilometer weit ab und da trotzdem noch gezählt. Natürlich, ist klar, ey. Achso, dann geht die Tür automatisch auf, genau. So. Hier, nee, hier ist nichts weiter. Warum sollen wir eigentlich hierher kommen? Jetzt ist er ja auch nicht. So, wir sind nah. Ich spüre hier. Count Dooku. So wie ich. Gehen wir weiter. Na, hier ist jetzt. Den Typen können. Gibt auch eine Aufgabe. Den müssen wir mit einem Schurken besiegen, den wir aber nicht haben. Mit einem. Ja, mit einem Schurken. Also mit einem. Mit so einem Han Solo oder Wookie oder irgendwas. Aber wir haben den halt noch nicht. Wir müssen zum Kanzler. Wie gerufen, Auli. Na, da müssen wir halt hier diese Intuition ausnutzen, die denn haben. Und hier das Ding in die Luft, jagen, dann wird hier ein Wasser unter Strom gesetzt und dann kann man halt, ne. Nerven. Ich glaube, da können wir auch noch. Jedoch auch noch. Wir konnten ja schon in dem anderen Raum. Dann kann man hier auch noch machen mit der Zelle. Wir konnten ja schon, Moment mal, hier lang gehen, ja genau. Konnten wir auch schon. Ja. Ah ja, aber hier können wir noch nicht machen, weil wir hier ihn hier brauchen. Ja, okay, hier können wir auch noch nicht machen. Das heißt, wir können die andere auch noch gar nicht machen, ne? Hier, ja, okay, hier brauchen wir einen dunklen. Ich glaube, hinter dieser Tür müsste eine weitere Aufgabe warten, die wir. Also tatsächlich können wir hier tatsächlich noch gar nicht die Aufgaben machen. Hier müsste noch eine weitere Aufgabe warten. Hinter dieser Tür. Und eine hat noch mit Count Dooku zu tun, glaube ich. Eine war mit dem Kopfkettiger, eine war da hinter dieser Tür. Wie gesagt, diese Aufgabe auch schlecht beschrieben. Da stand, ja, mach ihn auf, ja, den Kopfgeldjäger, nee, im Schurken, wie ein echter Schurke oder so. Besiege den Droidika. Also, hier war ja der Droidika, man muss ihn halt besiegen, indem man halt, wie gesagt, dieses Ding da aus der Wand sprengt und hier auf das Wasser schmeißt. Da stand halt nur, besiege den Droidika wie ein echter Schoko oder so. Ich glaube, hier müssen wir eine bestimmte Anzahl Superkampfdruiden ausschalten oder so, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau. Kanzler! Geht es euch gut? Count Dooku. Darauf hatte ich mich bereits gefreut. Hat auch sein gebogener Lichtschwertgriff ist eine relative Seltenheit. Meine Kräfte haben sich seit unserer letzten Begegnung obwohl deine Schülerin Anis Wendlins oder wie hieß auch einen auch so hier hatte, die hat ja ein Doppellichtschwert gehabt. Kanzler Palpatine,
Sith Lords sind unsere Spezialität. Genau, du hast ja schon so viel besiegt vorher, ne? Na gut, er hat schon einen besiegt, obwohl Darth Maul nicht als Sith Lord galt. Da ist er ja. Nutze ihn. Ihr werdet für das bezahlen, was ihr mir angetan habt. Freuden, bitte kümmert euch um unsere geschätzten Gäste. Es scheint, dass ich glaube, man musste eine gewisse Anzahl Überkampf durch, glaube ich. Töten, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, zur Not gucken wir halt nochmal später nach. Und ein anderer ersetzt ihn sofort. Oder? Ja, anscheinend doch nicht. Das Maul galt ja nicht wirklich als Sith Lord. Ja, Nazi. Ja. Versuche. Skywalker, soll ich dir zur Hand gehen, um hier hochzukommen? Geh nicht drauf ein, Herr Mittel. Ich verstehe. Nicht gesagt. Wir haben die Aufgabe noch nicht erfüllt. Nee. Da muss man irgendwie was Besonderes mit denen machen. Ja, wie gesagt, sonst muss ich gerade nochmal nachgucken, was das für eine Aufgabe war. Anscheinend war das doch nicht mit den Kampfdruiden. Oder man muss da irgendwas Besonderes mit denen machen. Ich will es nicht mehr. Das kann ich alles. Oder muss man die mit der Macht zerstören oder so? Kann natürlich auch sein. Manchmal sind das wirklich sehr spezielle Aufgaben. Ja, okay, kann jetzt sicher viel machen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich wäre schon raus, oder ne, die Aufgaben. Ich glaube, das war halt mit dem Kampf, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. General Grievous. Dieses Mal nicht. Wartet. Kann ich blockieren? Hier müsste es Level 10. Er kann ja im Weltraum eine gewisse Zeit lang überleben. Er ist wohl das Wand. Ein Lego-Modell der Lego-Modell ist ja wahnsinnig teuer. Das ist ein relativ kleines Modell und kostet 80 Euro, das Scheißding. Schnallt euch bitte an. Ich nenne dich zu meinem persönlichen Vertreter im Rat der Jedi. Der Rat wählt seine Mitglieder selbst, das wird er nicht akzeptieren. Ich glaube schon.
Sie brauchen dich. Und wieder eine Bilderbuchlandung. Mehr als du ahnst. Ich glaube, wir haben ein cleverer Schachzug. Da Count Dooku nun tot ist, wird der Krieg sicher zu Ende gehen. Der Senat wird für die Fortsetzung des Krieges stimmen, solange Grievous am Leben ist. Oh, Anakin. Aha! Du hast mir gefehlt, Padme. Etwas Wunderbares ist geschehen. Oh, das ist wunderbar. Was sollen wir jetzt machen? Anakin! Es ist mir gleich, ob sie von unserer Heirat wissen. Anakin! Komm, Anakin. Der Rat der Jedi verlangt unsere Anwesenheit. Genau. Er hat mich schwanger geworden. Wir haben den Käse geschafft, sauber gewischt. Bruderkrieg. Gibt's eine Verstärkung? Oder musste man da auch immer mit den Ruinen machen, dass man die Ruinen beeinflusst oder so? Da haben wir noch keinen von. Hier haben wir. Hier haben wir einen Diener freigeschaltet. Ich habe ihn persönlich in den Rat ernannt. Was für eine Ehre. Natürlich, Meister. Es wird interessant zu sehen, was ihr alten Jedi dort so treibt. Wir sind nicht alle so alt wie Yoda, weißt du? Aber mit dem Alter kommt Weisheit. Vergiss das nie. Ich kann es kaum erwarten. Haben wir hier? Okay, wir haben nur wieder die. Hier ist ja, Dichte. Ja, wie gesagt, es gibt ja, wie gesagt, habe ich ja schon öfter drüber geredet. Oh, hier liegt das Fock. Aber nee, das ist gar nicht das Fock. Hier ist so ein Jedi-Jäger. Und so hier so eine. Teile? Ist das wieder ein Bug oder soll das ja die Überreste von dem Schiff darstellen? Sieht aus wie ein Sternzerstörer von hinten. Sieht aus wie so ein Bot drin Ding hier. Keine Ahnung. Vorderteil. War wahrscheinlich ein Wrackstarscher von dem Schiff, was gerade abgestürzt ist. Na ja gut, wenn wir hier keinen freien. Wie gesagt, es gibt ja auch diesen, so einen Bug. Ich weiß nicht, ob der nur auf der PS5-Variante auftritt oder so. Dass manchmal im. Story-Mode, also wenn man die Story-Mission spielt, trotzdem frei spielverfügbar ist, also dass man alle Charaktere wählen kann. Der, mein Hübschrauber zum Beispiel, der hatte ja auch Let's Played. Ich weiß ja, ob er schon fertig sein wird, wenn der Part hier hochkommt, aber. Der Item. Und. Er hat oft Levels in Story-Mode, die halt, wo schon die Charaktere wählbar sind und so. Gehabt, was ich wieder noch gar nicht hatte. Aber wir ja, gibt ja die Anzeige Bugs, die sind am schlimmsten. Also wenn die auf den Karten Dinge angezeigt wird, die so gar nicht, die dann nicht mehr, die entweder schon eingesammelt wurden oder ähnliches oder nicht richtig angezeigt werden, wo halt dann nur so ausgegraut ist, dass man nicht weiß, auf welcher Höhe man den dann sucht oder ist der Geier was. Okay, hier können wir schon wieder was machen. Also der einzige, die einzige andere von Yodas Volk im Jedi-Rat. Die hat einen Stein und einen Charakter für uns. Ja, die anderen Steine kommen erst noch im Jedi-Tempel. Ich weiß gar nicht, ab wann man die freischaltet, ab wann die verfügbar sind. Ich glaube, man kann sein, wenn man diese Episode durchgespielt hat oder so. Oder noch im Verlauf der Episode vielleicht. Und ganz am Ende kommt hier dann im tatsächlichen Raum des Jedi-Rats noch eine Herausforderung. Hier ist. Nein, ich will hier groß. Hier ist. Meisterin Shark T. Hier war sie halt noch viel jünger. Die ist ja auf Geonosis stationiert. Kamino stationiert gewesen. Und hat die Ausbildung der Klone überwacht. Ja, hier ist Ki Adimundi, Yoda. Ja, in einer, die andere von Yodas Volk, die wir gerade gesehen haben, haben wir in einer Szene gesehen, ich glaube, das ist auch ihr Sessel hier. Die haben wir in einer Szene im Film tatsächlich auch gesehen, da ist mir nie aufgefallen. Ich habe ja im vorigen Part schon gesagt, ich habe einige Packmies und so geschaut.
YouTube und da war auch diese Szene, wo Obi-Wan und Qui-Gon vom Jedi-Rad waren mit Annie zusammen da. Da war sie tatsächlich zu sehen, ist mir nie aufgefallen. Ja, Mace Windu und hier ist Plo Koon. Und ist so, ich glaube, da waren eigentlich noch mehr im Jedi-Rad. Das waren nicht nur die paar, aber naja. Sind 8, ne? Ich glaube, waren. Wie waren es? 12? Oder so, die Jedi-Rad waren? Du bist Mitglied des Rates. Aber wir erheben dich nicht in den Rang eines Meisters. Was? Wie kann man dem Rat angehören und selbst kein Meister sein? Setz dich, junger Skywalker. Der Rat möchte, dass du über alle Aktivitäten des Kanzlers Bericht erstattest. Wir wollen wissen, was er vorhat. Ich verstehe. Wir haben alle Systeme in der Republik überprüft. Aber kein Anzeichen von General Grievous. Im Outer Rim? Grievous sich versteckt. Master Kenobi sollte gehen. Hm? Ich stimme zu. Ei. Was ist mit dem Droidenangriff auf die Wookies? Yoda wird mit einem Bataillon von Klonen die Wookies auf Kashyyyk verstärken. Möge die Macht mit uns allen sein. Ja, wieder ein Punkt, der Ernest Thorn fördert. Und hier haben wir natürlich Commander Crowley. General Grievous irgendwo im Outer Rim versteckt. General Grievous zu finden. Wir fliegen zunächst zum Planeten Utapau. Dort können wir auftanken und unsere Suche planen. Verstanden. Ja, das machen wir später. Wie gesagt, im Moment will ich das Geld sowieso noch sparen. Wir brauchen ja noch, wie viel brauchen wir noch? Naja, 7 Millionen noch. Für den weiteren Multiplikator. Das dürfte halt nicht mehr so ein Problem sein, aber... Ich denke mal, ein Level oder so, dann müssten wir das locker haben. Ja, zwei. An einem anderen Spielstand habe ich natürlich auch schon die ganzen Steine hier, diese ganzen Übersteine, die wir sammeln, Übersteine, die wir sammeln, halt auch schon alle investiert. Ich habe schon einiges freigeschaltet jetzt an. Ja, wie gesagt, die interessante fand ich ja sowieso schon früh freigeschaltet, aber. Jetzt habe ich einfach mir entschieden, einfach alles so nach und nach einfach durchzuholen, was man brauchen kann. Außer. Hier, ich werde diesen. Ja, sollen wir hier nochmal ein bisschen weiter was machen? Das hier schnell bauen, ja, das können wir nochmal erhöhen. Hier diese Anzeigegeschichte, die werde ich vorerst mal nicht machen. Hier der Traumschiff ist noch ganz interessant. Den können wir noch machen. Hier ja, Fernkampf und Nahkampf erhöhen. Dann können wir halt noch eine dritte Leiste dann haben und eine schnellere Generation und so. Das habe ich alles schon wieder. Diesen zwei habe ich fast komplett außer den hier. Da bin ich immer noch bei der 1 geblieben, weil sonst hat man dauernd überall diese Kreise. Und das will ich eigentlich nicht. Man kann natürlich abschalten, aber. Dann halt, ist das halt komplett deaktiviert. Und ich glaube, den Helden hatte ich schon vollständig und die Jedi fast. Oder habe ich die auch schon vollständig? Weiß ich gar nicht. Ja, und hier, ja, bei den Konsolen, die habe ich hier auch noch alle gar nicht gemacht. Dann werden wir als erstes machen, denn die Konsolen, obwohl das gesagt eigentlich Blödsinn ist, aber. Aber ich könnte die eigentlich schon mal, zumindest auf Stufe 1. Schon mal holen. Mit den Konsolen. Hier bei den Bösewichten. Konsolenexperte. Weil da können wir auch mal ein bisschen Geld verdienen. Bei den Jedi, bei den Helden. Weil dann kriegen wir ja immer ein bisschen Geld. Und dann wird ja auch vervielfältigt. Warum nicht? Ich kann das überall hinbringen. Ja, danke. Ja, hier müssen wir jetzt halt um. Eigentlich können wir eigentlich auch direkt den Flug annehmen. Eigentlich muss ich hier nochmal herlatschen soll. Weil wir sind jetzt hier auch nicht im freien Modus, ne? Hallo? Nee. Ja, Utapau.
Hier wieder sind jetzt immer diese Läufer. Überall. Keine Ahnung warum, aber. Hier sind die Jedi-Flieger. Wow, neuer Planet. Ja, wir hätten ja mal Weltraum gegen den Kometen holen, warum nicht? Ja, unter Pau, da ist auch eine Menge zu tun. Einige clevere Sachen auch. Auch das ist. Hier kommt auch manchmal das Schiff, auch manchmal gar nicht, oder auch jetzt halt sehr spät teilweise. Ja. Dann guckt ihr die aber auch hier. Ich habe hier auch schon die höchste Raumschiff-Feuerkraft freigeschaltet. Da gehen diese Dinger in wenigen Augenblicken kaputt. Wenn man das erste Mal hat, also dann haben die Sachen nicht. Und auch die anderen Schiffe in der Regel sind relativ schnell kaputt. Davon habe ich auch schon recht viele. Ich glaube, da fehlen mir auch nur noch wenige. Diesen Kopfgeldjäger-Typis. Ich weiß zwar nicht genau, was das bringt, aber. Außer ein paar Kübersteine. Ich glaube, diese ganzen Aufgaben bringen halt am Ende nur alle 3 bis 5 Kübersteine oder so. Dafür ist es eigentlich relativ aufwendig, dass, wie gesagt, zum Beispiel die Wookie auf jedem Planeten zu finden und so weiter. Ja, der schießt doch wieder ganz komisch. Ja, manchmal ist das mit dem Zielen ganz merkwürdig, ey. Und schon haben wir ihn. Und den Spruch. Der Unterbau. Out City. Ja, hier gibt es auch einige Dinge, wo wir tatsächlich auch Shots haben, dafür brauchen werden. Übersteine. So. Aber wie gesagt, da muss man noch etwas warten. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, warum sie sich entschieden haben, das auf diese Weise zu lösen. Ja, das, man, keine Ahnung. Ja, man könnte halt mit Episode 1 anfangen, mit Episode 7 anfangen und jetzt das erste Level schnell durchspielen, aber ich habe mich bewusst dagegen, wie gesagt, der Hübi mit seinem auf seinem Hübschrauberkanal, der sein Zweitkanal eigentlich, der andere heißt ja einfach, glaube ich, nur Hübi oder so. Ja, und hier, die haben halt diese schwarzen Augen, ja, ich weiß nicht, ob das Make-up ist oder ob das tatsächlich so aussehen. Ja, wir können hier, wir werden erstmal ein bisschen hier rumgucken, ne, wir müssen ja nicht immer gleich uns in die Level stürzen. Hier haben wir ein Rätsel wieder mit Schaltern. Jetzt kann ich, muss nochmal überlegen, wie das hier war. Hier unten hören wir schon die Schreie von Kreaturen. Da kommen wir auch noch dazu. Ja, das war ein bisschen schräg, das Rätsel. Nee, hier unten war nichts. Hier ganz unten war das. Ah ja, wartet mal. Hier, seht mal. Genau, hier. Hier die zwei. Ich glaube, die muss man hier eingeben. Ich glaube, immer in die Richtung, wo sie gucken. Das heißt, es müsste hier die 2 sein. Und hier drüben die 3. Ja, das ist immer. Ich habe schon mal ein paar andere von diesen Rätseln, die sind immer ein bisschen. So unkreativ ist das gar nicht mit diesen Dingern. Obwohl man die halt mehrmals machen muss, aber wie gesagt, man muss immer rausfinden. Wie gesagt, man findet zwar den Code, aber man muss halt auch rausfinden, welcher von den Codes an welche Konsole halt eingegeben werden muss, ne? Einer müsste noch hier oben sein, glaube ich. Ja, hier. Das ist die. Moment. Und ist auch ein bisschen komisch. Und zwar, wie war denn das? Der Seite? Ja, hier ist
hier und da, ne? Genau, hier. Die 4, genau. Hier oben ist die 4. Hier ist hier noch irgendwas? Nee, mehr war hier oben. Hier ist es halt die Richtung, die die Codes halt schauen. Da sind auch die Konsolen. In dem Fall halt geradeaus. Aber später gibt es auch eine andere Version von. Hi. Hallo, du sollst mit deinem Scheißding rumfuchen und du sollst auf den Knopf drücken. Yep. Das braucht's. Hier unten. Hier hören wir die Kreaturen schreien. Und hier sehen. Und da sehen wir zum Beispiel Futterbehälter. Ach hier, da sind sie. Da ist ein bisschen dunkel, da seht ihr sie. Da gehen wir jetzt mal hin. Und die müssen wir halt füttern. Mal gehen wir nach oben hier. Ich glaube, die kann man leider nicht reiten. Da habe ich jetzt keine Möglichkeit gefunden, die zu reiten. Ja, kommen wir da hinten rum. So kompliziert, glaube ich, oder? Ah doch, wir kommen hier lang. Ja, wir könnten mal kurz dahin gehen. Ja, die Stadt ist auch ein bisschen verworren, die verschiedenen Ebenen. Es gibt ja auch verschiedene Ebenen. Ja, dann haben wir hier. Oh, das ist hier so ein. Okay, man muss vier Schalter einer bestimmten Zeit treten. Da oben ist einer. Okay, die sind alle da oben. Na? Wir haben es geschafft. Ja, der war jetzt nicht wirklich schwer. Davon abgesehen. Da gibt es ein wesentlich schwierigeres von auf Kashyyyk. Ah ne, wir waren noch nicht auf Kashyyyk, ne? Ist ja schon wieder ein Spoiler. Ah, verdammt. Ah, naja, gut, aber ihr könnt ahnen, wer die Filme kennt, weiß, dass wir natürlich auch noch auf Kashyyyk kommen. Gießt. Da seht mal hier, der Typ. Oder sie, eine Typ. Oder ist unerhört! Mein Stalljunge ist nicht zur Arbeit erschienen. Wenn er nicht gerade in das Schlundloch gefallen ist, reiße ich ihm den Kopf ab. Werd ihr wohl so nett und füttert meine Varaktyle? Sie sind am Verhungern. Ach, wieder. Stellt das Fressen einfach auf eine Teller vor sie hin. Und dann tretet schnell zurück, denn sie können beißen. Und manche sind besonders gierig. Ja, und das Problem ist. Jetzt schon da hinten. Nee. Jetzt mal erstmal hier ab. Ja. Können wir fahren? Hin. Ja, ne? Ja. Ganz nach unten fahren. Hilfreich. Ah, okay. Wir müssen es festhalten. Moment. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis wieder zu Ende gefahren ist. Jetzt habe ich also in meinem Spiel etwas falsch gemacht, diese Aufgabe. Ihr seht ja hier sind überall diese Kristalle.
Hier sind auch zwei Stück und eins davon kann man von oben gut hochheben, aber den anderen leider nicht. Wir können nicht beide gleichzeitig darauf. Wir brauchen nicht erst Obi-Wan da oben. War hier nicht Obi-Wan? Da oben. Mal sehen, ob das funktioniert. Und auch das hier ist so eine Geschichte, die sehr schlecht funktioniert, muss man leider sagen. Mit diesen Griffen, dass manchmal die Charaktere einfach nicht hier oben hochspringen wollen. Hier, das ging jetzt, aber... Von hier aus müssen wir doch wohl da drüben hinkommen. Ich weiß nicht, wie braucht, wie ihr seht. Sechs Stück davon. Drei stehen einfach hier, aber die anderen sind halt nicht wahr. So, und jetzt mit hier so einem anderen Charaktere weiter wechseln. Oder einfach mal so. Das hat irgendwie eine Reichweite. Eine begrenzte Reichweite kann sein, wenn man halt zu weit ab ist. Wir können uns jetzt nicht einfach da unten hinstellen auf die Plattform, die hier hochfahren. Das geht leider nicht. Mit der Macht, weil die Reichweite halt begrenzt ist. Über diese, wie gesagt, und ihr seht, er läuft dann auch mit. Ne, wenn ich jetzt das bewege, läuft er ja auch mit, wie ihr seht. Ne? Und wenn er halt nicht mehr weiter mitlaufen kann, dann kann es sein, dass das halt... nee, weiter geht's halt nicht. Das ist der Erste, der hat jetzt... Der fristet alles auf, der müsste er jetzt genau. Ja, dann zeigt er die Herzchen. Und die anderen sind einfach hier. Ja, warum die so unterschiedlich kriegen, weiß ich. Der kriegt nur eins. Der andere zwei, der andere der halt drei. Ne? Ja, ich hätte vielleicht bei jedem einen... Ich hätte vielleicht nur bei jedem eins oder so gemacht oder... Keine Ahnung, oder zwei oder keine Ahnung, aber der eine zwei, der eine drei, der eine nur eins. Das ist komisch. Beim ersten Mal gedacht, man muss die drei so hinstellen, dass die halt genau immer vor den vier sind, aber naja, man muss überall eins reinstellen. Jetzt wieder zurück. Okay, die meisten hier rein hin und dann wieder zusammenbauen. So. Ja, wie gesagt, hier sind überall auch so Lianen und Dinger, wo man dran hoch klettern kann. Hier. Ja, hier ganz hinten erwartet uns später noch eine interessante Aufgabe, die wir im Moment noch nicht machen können. Weil wir da, glaube ich, da brauchen wir erst woanders einen Aufschlag. Ich weiß gar nicht, ob der... eigentlich jetzt schon holbar wäre. Hier auf diesem Skelett-Ding, weil die ganzen Dinger sind alle aus irgendwie aus Knochen gebaut wohl. Hier müssen wohl viele Fossile sein. Nein, 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 nein. Nein. Und hier haben wir wieder einen Gronk-Druiden, der hier irgendwo rumlungert, den wir hier begleiten müssen. Und auch relativ oft vor. Ich glaube, da habe ich auch noch nicht alle. Da gibt es ja auch ein Archivment für alle Gronk-Druiden. Ja, man kann hier, wie gesagt, obwohl es sehr steil aussieht, kann man einfach hier hochgehen. Also, das ist oft sehr komisch. Okay, hier ist nur eine 10.000 damit. War hier nicht. Sorry, ich wollte sagen, hier war noch irgendwo Stein. Ja, aber für einen Charakter, der. Cody, braucht man deine Hilfe. Aber wo ist der denn? Achso, der ist ja noch. Oh.
Ach, Cody, Mensch, Penner. Können wir hier noch gehen? Ja, ich glaube, ja. Ja, genau, dann hier wieder die. Oh. Ich glaube, der müsste einen Haken haben, der sagt, die gelten ja als Helden. Hier wollen wir Obi-Wan, der. Ah ja, das ist der Gronkh. Obi-Wan gerade hier in der Nähe. Nee, der ist. Okay, das. Können wir das gerade mal machen, wenn wir schon mal hier sind. Mann, ey, wie hat das die Taste alles macht, das ist so zum Kotzen. Gronkh will heiligen Batteriestand erreichen, ruhmreiche Mission erfüllen, aber böse Druiden greifen an und machen Missionen unmöglich, Gronkh. Fremdling muss bösen Ruinen bekämpfen, damit Gronkh Batterien erreichen kann, ohne in Einzelheit zerlegt zu werden. Werdet ihr Gronkh helfen? Ja, wir werden ihm helfen. Gong-Mission beginnt in 2, 3, 1, Gong. Nee. Ja, die haben alle irgendwie so einen komischen Namen, die Gong-Druiden. Sind doch weibliche tatsächlich. Ja, Gong-Druiden sind ja nichts anderes eigentlich als wandelnde Batterien sozusagen, ne? Also so Energiezellen. Ja, hier sind jetzt noch überall die Druiden natürlich. Ja, ihr seht hier diesen Schein, der beim. Manchmal, hier habt ihr gesehen. Und der war einmal, gab es einen Bug, dass der Schein gar nicht wieder weggegangen ist. Der war immer da. Konnte man machen, was man wollte. So, nicht der Cody. Ups, schuldig. Schuldige bitte. Na, noch irgendwo einer? Man kann auch auf den reiten, tatsächlich. Ja, der läuft hier ein bisschen Umweg, warum auch immer. Keine Ahnung. Und hier diese bläulich schimmernden Teile, die müssen wir alle kaputt machen. Das sind glaube ich 10 Stück, wo einige etwas besser versteckt sind als einige. Ja, in fast allen Welten irgendwas, wo man mehrere Sachen davon zerstören muss, verstöre und so viel, ne, weil auf Großland waren halt diese Werbetafeln und ja, wie gesagt, diese Missionen sind wirklich ja nicht so besonders toll. Die muss man auch öfter machen. Es gibt auch Missionen, wo man Personen dann begleiten muss auf ihrem Weg zu irgendwelchen Zielen, die halt angegriffen werden oder so. Das ist ja, wie gesagt, die typische Escort-Mission. Also kenne wenige Spiele oder wenn ich überhaupt ein Spiel kenne, wo eine Escort-Mission in irgendeiner Form interessant ist, aber weil wie gesagt, ist halt immer irgendwie so, dass entweder ja, weiß ich nicht, entweder rennen denn die Personen, die man eskortiert, zu schnell und die gehen nicht schnell in irgendwelche Gefahren, dass man sie, wenn man halt irgendwie aufgehalten wird oder so, kaum noch dann retten kann, oder sie gehen halt langsam und das dauert halt zu lange oder weiß ich was, ne? Das, irgendwas ist immer bei diesen Missionen. Ich weiß nicht, ob schon mal irgendeiner, wenn ihr das wisst, wenn ihr ein Spiel kennt, wo es Escort-Missionen gibt, die, ja, ich sag mal, halbwegs brauchbar sind, könnt ihr das gerne mal schreiben. Bei mir würde jetzt nichts einfallen. Ja, und auch wieder, was ja halt auch sehr, sehr oft ist, denn so, dass die Personen halt dann auch noch strohdumm sind und halt direkt in Gefahrenlauf oder sich. Oder halt, ne, dann von den Gegnern halt relativ schnell zerstört werden oder so. Dann haben wir hier. Das ist hier Kristallladen. Ah, okay, hier brauchen wir. Der dir Bomben werfen kann. Aber die haben wir noch. Okay. Na,
wird man den Part dann bald beenden, denke ich mal. Wir gehen noch einmal hier auch noch irgendwo einen Laden. Ja, aber hier hoch kann man noch gehen. Eigentlich kommen wir da jetzt chronisch. Kommen wir da so ein. Ja, jetzt hoch, wo hinten. Ja, dann ist mal ein bisschen kompliziert hier. Auf verschiedenen Ebenen klappern. Hier ist. Was waren hier nochmal? Was waren hier nochmal? Ich glaube, hier waren irgendwo Kisten, oder? Ja, genau. Mal halt ein paar Kisten stapeln, dass man da hochkommt. Und nicht mehr machen. Die alle hier. Mal hier. Ja. Ja, wir hatten auch mit den Kisten, ja, natürlich auch so, man stapelt doch immer wieder natürlich Kisten, um irgendwo hochzukommen oder ähnliches. Nein. Aber ja, na gut, wie gesagt, was wollt ihr machen, Freunde? Ich meine, ihr könnt nicht, wie gesagt, hier gibt es über 1000 so eine Steine, plus noch einige andere Sachen, die man halt machen muss für Charaktere und so weiter. Raumschiffe ist ja auch manchmal einfach so zu finden. Ach doch, da steht noch. Ach, das doch freuen, was noch jetzt geht. Ja, ich habe mich perfekt zu der Treppe gesetzt, aber es wird schon gehen. Hau-Endpunkt. Genau. Ja, hier wieder sind diese Kristalle. Wollen wir gleich mal machen? Ne, warte mal, wir gehen erstmal nach oben. Wir erstmal nach oben gehen. Da war nämlich noch so ein Laden oder sowas. Müssen wir schon machen, damit wir da drin waren. Und hier ist auch eine Stelle gewesen, wo ich auch echt frustriert war. Hier ist einer der bestverstecktesten von den Dingern. Aha, wen haben wir denn hier, meine Freunde? Das ist der Wookie. Ah, du hast mich gefunden. Der Bauch ist ein faszinierender Planet. Diese Stadt wurde aus Knochen erbaut. Das nenne ich effizientes Recycling. Vielleicht werde ich hier eines Tages das örtliche Postamt sein hier. Genau. Einer viel Wookies. Und hier? Ach doch, hier, genau. Hier wartet. Das habe ich jetzt hier gesucht. Warte. Hier sind auch viele von den Thronen drin. Ja genau, wir müssen halt dasselbe natürlich nochmal machen. Hier haben wir eine neue Kiste, tatsächlich. Zu stapeln. Ah, ich hasse das. Ich hasse das. Nämlich eine viel größere. Keine Ahnung, wieso so plötzlich auch so doppelt oder viermal so große Kisten einführen. Aber warum sie das nicht schon viel früher gemacht haben, dass man halt nicht 1000 Kisten stapeln, sondern man eh nur zweimal stapeln auskommt. Wie entzückend. Ja, war auch. Ja, hier hätte man noch einen raufstapeln können, aber noch zwei. Also sind genug Kisten da, also. Jetzt werden wir mal, denken wir noch schnell die Aufgabe machen mit den Kristallen und dann werde ich den Part beenden. Was machst du hier, weil du eine Schusswaffe hast? Ja, der Wookie ist tatsächlich auch an Bord der. Nee. Ja, hier müssen wir. Ja. An Bord der Großkampfschiffe, die man ja wieder auch freischalten kann. Hä? Und noch hier, ne? Da ist auch noch was, was man denn noch macht.
bin ich jetzt hier irgendwo. Na egal. Ah ja, hier sind wir still. Und da ist einer. Da ist einer. Der andere ist auf der anderen Seite, oder? Ja. Penner. Ja, das ist halt auch was, was ich auch nicht so gut finde, dass man halt stellenweise. Ja, das ist auf der anderen Seite. Ja, mal geil. Ich denke, man wird genug Zeit haben. Obwohl, so viel Zeit ist das gar nicht. Ich hab das doch nicht alles abgeschaltet. Ich hab das doch alles wieder angeschaltet, oder nicht? Ich hab für diese Mission mit den Ruinen, wo man halt Ruinenköpfe abschießen muss, habe ich die ganze Zielgeschichte ja mal abgeschaltet gehabt. Ja, das ist alles wieder angeschaltet. Weil man kann hier verschiedene Dinge ein- und abschalten, aber das ist alles wieder angeschaltet. Doch eigentlich gehen. Was ist denn das? Wie funktioniert die Zielerfassung nicht mehr richtig? Hä? Voll, die Zielerfassung funktioniert nicht mehr richtig. Mach mal das am besten. Aber irgendwie habe ich das schon geschafft. Da hat die Zielerfassung auch besser. Ja, wir haben es geschafft. F genau und verbrauchen. Der. Gehen wir noch mal kurz nach oben. Ja, wie gesagt, an manchen Stellen ist es wirklich merkwürdig dunkel. Ich weiß nicht, warum hier so wenig Beleuchtung und so ist, aber es wird schon Gründe haben. Der erste. Zweite. Da war ja auch ein bisschen weltendämlich. Ich glaube, da muss man von oben herunter springen. Da habe ich auch eine Weile dran gestackelt an dem Stein. Kiste da steht, genau. Ich werde noch ein bisschen wegmachen. Ich will mal gucken, dass wir den richtigen Winkel. Oh, hier an der.
gar nicht. Naja, okay, nee, machen wir später mit einem anderen Charakter. Noch einer. Noch einer. Schon hier noch der 9. und da hinten. 10. Kristallklirren. Yay. Hier unten hier war natürlich auch noch irgendwo ein Anfahrt. Ja, ihr seht, man kann den Ruinen nicht so ohne weiteres den Kopf abschießen. Das geht nicht. Und dazu müssen wir halt diese ganzen Ziele ausschalten, dass man genau zielen kann auf die Köpfe und genau den Kopf auch trifft. Denn und man muss wahrscheinlich auch die Schusskraft wieder auf Minimum senken, damit man nicht so viel Schaden macht. Ja, ich habe für die... Es war wirklich Krampf mit dieser Mission. Ja, aber ich habe jetzt auch schon freigeschaltet, wann das öfter Herzen runterfallen. Nein. So, ich denke mal, jetzt beenden wir den Part. Das reicht für heute. Oh ja, das ist schon wieder fast eine Stunde. Das ist schon wieder viel zu lang. Als Zeichen meiner Dankbarkeit. Im nächsten Part werden wir halt die Handlung weiter vorantreiben. Da werden wir Kampf mit General Grievous natürlich haben. Für mich verloren. Damit steche ich bestimmt aus der Masse hervor. So, meine Freunde, ich gucke jetzt noch mal kurz. Wir sind jetzt bei 45 Millionen. Ja, ich denke mal, wenn ich den nächsten Part beginne, werde ich schon noch die 3 Millionen zusammengekratzt haben. Dann können wir uns noch den nächsten Stein kaufen, damit wir richtig Steine kriegen. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Part.